und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Informationsvideo zu Road to Boruto. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auf jeden Fall habe ich heute ein kleines Video vorbereitet, wo ich euch ganze 5 Interviewfragen vorlese und die natürlich auch gleichzeitig beantwortet werden, dass ihr so ein paar weitere Infos zu dem Spiel wisst, denn ein paar Sachen scheinen immer für die meisten noch unklar zu sein und das möchte ich jetzt mit diesem Video ein für alle Mal klären, damit es auch sozusagen jeder versteht. Denkt dran, das Spiel erscheint am 3. Februar, also es dauert nicht mehr lange, bis es kommt. Ihr könnt das ganze Spiel auch unten in der Videobeschreibung mal als Link anklicken und auch vorbestellen. Dadurch würdet ihr mich so ein bisschen unterstützen, aber das ist natürlich jedem selbst überlassen. Fangen wir mal an. Die Frage lautete, wird es den originalen Pre-Order-Bonus, den es damals zu Storm 4 gab, auch wieder in Road to Boruto geben? Da lautet leider die Antwort nein. Diesen Bonus wird es nicht geben. Ihr bekommt in Road to Boruto eine neue Sarada-Version und einen neuen Boruto und ihr bekommt nicht zusätzlich die alten Versionen von diesen Charakteren. Das bekommen nur die Leute, beziehungsweise dürfen nur die Leute weiter nutzen, die auch damals das Spiel vorbestellt haben und natürlich diesen Code damals bekommen haben. Aktuell ist es auch gar nicht möglich, diese alten Versionen, beziehungsweise diese aktuellen Versionen von Boruto und Sarada zu bekommen. Deswegen, da braucht ihr auch gar nicht nachfragen. Die Zeit ist vorbei. Das geht aktuell gar nicht mehr. Die zweite Frage, die gestellt wurde, ist, wenn man den Pre-Order-Bonus von Boruto und Sarada von damals hat und die neuen Versionen von Boruto und Sarada bekommt durch Road to Boruto, ob man sozusagen die Charaktere doppelt ins Team nehmen kann. Sei es jetzt zweimal Boruto oder zweimal Sarada. Also sprich die Pre-Order-Version von damals und die neue Version in ein Team. Und das wird leider nicht funktionieren. Also ihr könnt keine zwei Borutos im Team haben oder zwei Saradas, das wird nicht funktionieren. Die dritte Frage lautete, ob man, wenn man das Spiel vorbestellt, schon früher spielen kann. Und nein, das wird leider auch nicht funktionieren. Ihr könnt das Spiel schon im Store sozusagen kaufen und auch runterladen. Spielen dürft ihr aber trotzdem erst ab dem 3. Februar. Und auch wenn dieses DLC erst richtig installiert ist, dann könnt ihr sozusagen erst richtig spielen. Was ihr aber machen könnt, um dann sozusagen spielen zu können, ihr könnt dann in das Spiel reingehen und dann gibt es da eine Funktion, die nennt sich Boruto's Tale. Und da könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr die Originalstory von Boruto spielen. Die vierte und vorletzte Frage lautet, ob man natürlich seinen Spielstand, den man sozusagen von Storm 4 hat, auch weiterhin bei Road to Boruto nutzen kann. Da sich einige Sorgen gemacht haben, dass man einen neuen Spielstand machen muss, beziehungsweise einfach komplett neu anfangen muss. Und da lautet die Antwort, ja, man kann den Spielstand übertragen, das ist kein Problem. Ihr müsst da eigentlich gar nichts machen, ihr ladet euch das DLC runter oder kauft euch die CD und tut einfach euren Spielstand auswählen. Das ist nichts Großes, es wird sozusagen dann transformiert, würde ich jetzt einfach sagen, beziehungsweise upgraded auf das Road to Boruto Version und dann könnt ihr einfach ganz normal spielen. Ihr müsst da gar nichts groß machen, einfach nur die CD rein, DLC runterladen und dann könnt ihr eigentlich schon mit eurem Spielstand, den ihr von Storm 4 habt, direkt weiterspielen, eure ganzen Story Folge und ganzen anderen Sachen, die werden abgespeichert. Das ist absolut kein Problem. Kommen wir nun mal zur fünften und allerletzten Frage, die ich habe. Und zwar auch zeitgleich mal einer meiner Lieblingsfragen, weil ich die schon wirklich sehr oft bekommen habe. Und zwar, wird Road to Boruto ein Teil des Season Pass sein? Und da lautet die Antwort ganz, ganz, ganz strikt, nein, wird es nicht. Ihr müsst euch Road to Boruto separat dazu kaufen. Das, was im Season Pass dabei waren, waren 3 DLCs, so wurde das angeteased, so wurde das gesagt und diese 3 DLCs haben wir mit dem Season Pass bekommen. Das, was Road to Boruto ist, ist wieder was komplett Neues. Da wurde nochmal Arbeit reingesteckt, nochmal was Neues entwickelt, deswegen muss man das neu bezahlen. Und das Ganze wird als DLC, also sprich, was man digital downloadet, 20 Euro kosten. Und wenn man das Ganze als CD haben möchte, wird das Ganze 50 Euro kosten. Bei der CD-Version bekommt ihr halt noch alle DLCs, die es davor gab. Das waren ja diese 3 Stück. Die bekommt ihr nochmal alle zeitgleich dazu und habt dann wirklich das volle Naruto Storm 4 Erlebnis mit jedem Content, den man nur haben kann. Und ja, mehr gibt es dazu leider nicht zu sagen. Was ein Zufall, ich habe noch eine 6. Frage gefunden und zwar wird es Mizuki in seinem Sage Mode geben? Und da lautet ganz strikt die Antwort, nein, leider nicht. Wäre natürlich sehr schön gewesen, wenn wir Mizuki aus dem Manga bekommen hätten mit seinem Sage Mode. Das ist, wäre auf jeden Fall wirklich sehr toll gewesen, aber den bekommen wir leider nicht. Mal gucken, vielleicht in einem weiteren Spiel zu Boruto oder zu Naruto, da kann ich mir das gut vorstellen.
Ich denke, aktuell war das einfach zu früh, um den noch irgendwie darzustellen oder so. Keine Ahnung, ich weiß es einfach nicht. Aber den wird es leider nicht geben. Im Großen und Ganzen waren das die ganzen Interviewfragen, die ich sozusagen gefunden habe zu diesem Spiel. Denkt dran, 3. Februar ist es soweit, dann kommt dieses wunderbare Spiel mit der schönen Boruto-Story. Ich freue mich schon drauf, es wird natürlich ein richtig cooles Let's Play geben. Ich freue mich auch wieder mal ein bisschen Naruto auf meinem Kanal zu haben. Und ja, schreibt mir doch ganz gerne mal in die Kommentare, was ihr zu den Interviewfragen haltet. Findet ihr das so okay? Könnt ihr das so akzeptieren? Oder was hättet ihr euch sonst noch gewünscht für Fragen? Stellt mir das ganz gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr mich supporten wollt, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben, beziehungsweise auch mit einem Kommentar. Und wenn du mich noch mehr supporten willst, dann kauf doch das Spiel direkt mal über meinen Link in der Videobeschreibung. Das unterstützt mich auf jeden Fall auch nochmal. Im Großen und Ganzen war es das. Ich bin euer Spooky. Bis dahin. Tödelö. Batschkoi, Batschkoi, Baby.